man wird begrüßt mit Champagner, gell? Dann geht's natürlich schon los, ja. Was für eine dekadente Duftparty mit internationalem Flair. Unter dem Motto Ära der Dekadenz werden in der Wiener Babenberger Passage zwei neue Düfte vorgestellt. Für die Damen führen wir einen neuen Duft von Marc Jacobs ein, die Weindekadenz. Eine sehr sinnliche neue Duftkreation. Und für die Herren Roberto Cavalli Uomo eine komplett neue Herrenduftlinie. Speziell der Damenduft besticht durch einen ganz besonderen Inhaltsstoff. Bei Marc Jacobs spielt Champagner eine große Rolle, und zwar der Klassiker Décadence. Der Duft Décadence ist jetzt angereichert worden mit Champagner. Und das verkörpert eigentlich auch schon das, was das Motto von dem neuen Duft ist, nämlich die Weindekadenz, die göttliche Dekadenz, und da gehört Champagner einfach dazu. Also luxuriös, glamourös und prickelnd. Jetzt gibt es Champagner in einem Parfum. Unsere Promis können es kaum fassen. Ich freue mich so, ich bin komplett fertig mit den Nerven. Scheinbar bin ich gestern gestorben und heute wieder auferstanden. Sehr edel. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und es kann noch gut riechen bei den Inhaltsstoffen. Ich hoffe, ich kann irgendwie ein Parfum ergattern. Wenn nicht, muss ich mir morgen gleich eins kaufen. Das ist wirklich sensationell. Ja. Das ist immer gut. Champagner ist immer gut, ob als Duft oder Getränk. Früher hatte man den Flachmann dabei, heute hat man die Tasche dabei, wo ein bisschen Parfum mit Champagner, mit einer Champagnernote drin ist. Unsere High Society gefällt's also. Aber Achtung, das toll designte Parfum-Täschchen ist zum Sprühen erfunden worden. Ich weiß, aber man soll sie nicht trinken. Im Frauenduft ist Champagner drinnen. Darf man das auch trinken? Ich werde ihn probieren. Also jetzt trinke ich ihn gerade, den Champagner, und dann werde ich den Duft probieren. Die Weindekadenz von Marc Jacobs ist ein exklusiver Trendduft des Herbstes für unsere Promi-Damen. Aber keine Angst, liebe Herren, für euch gibt's den ersten Herrenduft von Roberto Cavalli. Wir die Burschen haben wir ja vom Cavalli einen sportlichen, ganz lässigen, aber doch luxuriösen und sinnlichen Duft. Ich habe ein bisschen was gerochen, wie ich reingekommen bin. Es riecht schon extrem gut. Ich bin sowieso ein bisschen ein Cavalli-Fan. Und zu einem ganz besonderen Cavalli-Fan mutiert auch Ekaterina Mucher. Sie kann sich von den Düften, Models, gar nicht mehr losreißen. Na ja, also ich muss sagen, die zwei Burschen sind schon sehr fesch. Es gefällt dir irgendwie. Dreht sie sofort die Kamera ab? Ja, es fängt an gut für mich diese Abend, ja. Mehr so. Steigerung wird schwer, aber ja. Es ist eine herrlich duftende Party, bei der sich unsere Promis wohlfühlen. Schließlich gibt es nicht alle Tage die Möglichkeit, sich in eine angenehm wohlriechende Duftwolke zu hüllen. Ich liebe Düfte, das ist für mich ganz was Wesentliches. Hab selber immer mehrere und begleitet mich den ganzen Tag. Also für mich ist das etwas sehr Wichtiges und ich verstehe, warum die Menschen das mögen. Und so feiert die High Society eine glamouröse Party bei Champagner und einem exklusiven Flying Dinner bis spät in die Nacht.